Ja, wieder mal hallo vom Zentrum für Yoga mit einem neuen Video. Ein paar Gedanken von meinem Freund Sukram Stier, der diesen Gedichteband geschrieben hat. Gibt mittlerweile drei davon. Gedichte und Weisheiten von Sukram Stier. Ja, ich lese einfach mal vor und ihr könnt lauschen. Das Licht des Himmels leuchtet für jeden Menschen, ungeachtet seines Wesens und Handelns. Du erkennst es in der Schönheit einer Blume oder im Lachen eines Kindes, einfach überall. Alles, was du brauchst, ist einen kleinen Augenblick der Stille. Ja, was bedeutet das? Ich denke, jeder Mensch ist so gestrickt, so klug, dass er diese Worte intellektuell versteht, aber ganzheitlich versteht er es eben meist nicht, weil wir es auch nicht so gelernt haben. Das Licht des Göttlichen, des Universums, der Welt, der Sonne, wie auch immer, leuchtet für jeden Menschen. Es ist nicht die Frage, für wen es leuchtet, wie stark es leuchtet, warum es leuchtet, sondern es ist immer da. Und es ist das Einzige, was zählt. Und der Mensch müsste es einfach nur nutzen, nehmen, sich beleuchten lassen. Aber die Sonne scheint und der Mensch hat so wie einen Schirm, dass er ja die Sonne nicht abbekommt und zweifelt daran, dass er einen Schirm in der Hand hat, dass er ja, vielleicht bei Sonnenschein in einer Höhle ist. Da scheint keine Sonne, da kann es gar keine Sonne geben. Ja, er müsste nur rausgehen. Und so sind wir oft eben vernebelt. Oder gehen einfach von der Sonne weg. Oder wir nutzen es einfach nicht aus. Die Kraft des Göttlichen ist für jeden gleich viel da. Für jedes Wesen, für jede Pflanze, jedes Tier, jeden Menschen, jedes Mineral ist diese göttliche Leuchtkraft da. Und jeder kann davon so viel nehmen, wie er braucht. Es hat also nichts damit zu tun, der ist viel besser, der hat viel mehr Glück und so. Nein, man müsste es im Grunde nur nehmen. Aber wie gesagt, man weiß nicht, dass es vielleicht überhaupt eine Sonne gibt oder etwas Göttliches. Oder man weiß nicht, wie man es macht. Oder man hat eben noch andere Dinge zu tun. Ich muss noch den Schatten genießen, die negativen Seiten genießen. Damit man weiß, was das ist, wie sich das anfühlt, um dann zu erkennen, hey, wenn ich da bin, da ist so Licht, das fühlt sich viel besser an. Ja, und das bedeutet einfach, jeder Mensch hat die Wahl, die Möglichkeit, dahin zu kommen. Man muss nur etwas tun. Aber oft, wie gesagt, muss man erst durch dunkle Fleckchen hindurch, dass man erkennt, das ist nicht angenehm oder nicht gut, wie auch immer. Ja, und egal was man tut, schlussendlich, die göttliche Liebe ist immer da und verzeiht, vergibt, auch wenn man sehr negativ, sehr böse handeln würde. Und man dies vielleicht bereut, abarbeitet, karmamäßig. Die göttliche Liebe ist immer da. Die führt uns auch aus diesem Dreckloch wieder heraus. Aus dieser Bösartigkeit. Und dann wird es besser. Aber nur eben, wenn man es möchte. Und so scheint das göttliche Licht für alle Menschen. Aber eben, wie gesagt, die Frage, nimmt man es oder nimmt man es nicht? Wann erkennt man, hey, da gibt es noch was anderes, wie das alltägliche Leben oder
die Bösartigkeit. Und manche denken aber dann, ja, wenn man das Licht, das kann jeder nehmen, dann wird die Welt besser, das gibt es auch nicht. Das wird es auch nicht geben. Denn in dieser Welt der Dualität gibt es immer Licht und Schatten, Gut und Böse, das wird es immer geben. Wie dieses Yin-Yang-Zeichen zum Beispiel, im Keim des Guten ist schon das Böse enthalten und umgedreht natürlich. Aber wer an sich arbeitet, kann eben diese göttliche Kraft, dieses Licht nehmen, ungeachtet, was man tut, kann man sich immer wieder verändern, zum Guten hin. Und wenn man vielleicht nicht weiß, wie man das Negative auslöschen kann, das kann man auch, dann sollte man sich eben am Guten festhalten. Wenn man nicht weiß, wie man verhindert, dass man negative Taten begeht, dann versucht man einfach, so gut man kann, Gutes zu tun, wie auch immer. Ein gutes Wort zu sagen, eine gute Tat. Und dann merkt man automatisch schon, was das Negative ist, wie man das abstellen kann. Ja. Und so können wir eben das Licht leuchten lassen. Und dazu braucht es Erkenntnis. Und die Erkenntnis erlangt man eben nur in der Stille. Wenn man ständig geschäftig ist, ständig im Stress ist, wann will man da das Licht erkennen? Man ist da ständig so wie hypnotisiert und gelenkt von der Welt, von der Gesellschaft. Ja, mach dies, mach das, du brauchst dies, du brauchst das, du musst dies, du musst das. Das führt uns doch nirgendwo hin, wie wir sehen. Das führt uns im Grunde zurzeit eben nur in das Dunkle hinein. Und so, wie man es im Yoga macht, man kommt mal zur Ruhe. Und dann hat man mal Zeit zu erkennen, zu gucken überhaupt erstmal, hey, was gibt es denn noch außer diesem alltäglichen Stress und den alltäglichen Problemen? Ja, es gibt noch viele Dinge mehr. Aber wie gesagt, dazu braucht es Zeit, Muße, Raum und einiges mehr. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga mit über 890 Videos mittlerweile. Und schaut auch auf meine Website www.kraftundenergie.com oder eben die Hefte Padmasana, Yoga, Leben und Gesundheit, Gedichtebände, Sonderbände könnt ihr bei mir bestellen. Ich sag mal wieder auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.